Sammy, komm raus. Nein, ich kann nicht. Nicht, wenn ich so aussehe. So. Aber Sammy, wenn ich nicht sehe, was mit dir los ist, kann ich dir nicht helfen. Nun, oh, Mann, oh Mann. Was ist los mit mir? Nun, das sieht aus wie Bonbons. Du hast wahrscheinlich eine Krankheit. Die Zuckerpocken. Oh, und wie behandeln wir es? Keine Ahnung. Willst du Süßigkeiten? Süßes? Ich bin nicht... Naja, was ist, wenn ich die Zuckerpocken deswegen bekommen habe? Ich schlag vor, wir bekämpfen Feuer mit Feuer. Nein! Steck mich nicht in Brand! Das ist doch nur eine Redensart. Wir stecken nichts in Brand. Vielleicht nur ein bisschen. Ah! Ich behalte lieber die Zuckerpocken. Um die Zuckerpocken zu heilen, brauchen wir eine spezielle Medizin. Lass uns ein paar Süßigkeiten nehmen und das auch. Wir werden auch ein paar Marshmallows dazugeben, sicherheitshalber. Ja. Danke, Sammy. Aber du solltest dich ausruhen. Nein, ich muss aufpassen, dass so müde. Komm her, setz dich besser hier hin, während ich die Medizin zubereite. Na gut. Keine Sorge, Sam. Wir werden dich in kürzester Zeit auskurieren. Okay, jetzt nehme ich diese Salatschüssel, leg ein paar M&Ms rein, dann Gummicola und ein paar Gummibären. Was ist das? Was machst du da? Es ist ein heilender Schichtsalat. Salat? Aber ich esse keine Salate. Auf dem Weg in die Tididabo-Berge. Ja, du hast. Aber das ist ein besonderer Salat. Hergestellt aus Süßigkeiten. Süßigkeiten? Okay, jetzt verstehen wir uns. Ich muss das sofort probieren. Warte eine Minute. Der Salat muss zuerst abkühlen. Oh, muss ich immer warten. Na los, wir stellen unseren Salat in den Kühlschrank. Und warten eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Lieber Salat, bitte kühle schneller ab. Ich möchte wieder gesund werden. Nun, du bewachst den Salat und ich gehe. Wohin gehst du? Und ich? Nimm mich mit. Also, Zuckerpocken. Auf Englisch Candy Pox. Hi. Oh, was schreibst du da? Ich schreibe deine Zuckerpocken. Es ist schließlich ein seltener Fall. Der Fall ist selten und dein Stift ist nun langweilig. Ist er? Ich denke, das ist ein guter Stift. Na dann warte hier. Sammy wird dir zeigen, was gut ist. Tada! Wow, das ist ein cooler Stift. So fruchtig mit Erdbeeren. Freunde, wenn er euch gefällt, zeigt es mit einem Daumen hoch. So ist es einfacher, den Daumen hoch zu bekommen. Ist das sicher? Danke, Sammy. Nun, wollen wir deinen Heilsalat testen? Komm, geh, geh. Ich zuerst. Hier ist dein Salat. Fertig. Ist du sicher, dass es nicht noch schlimmer wird? Also, du magst doch Süßes. Nein, ich liebe es. Na dann, leg los. Es wird helfen. Also gut, ich werde es versuchen. So lecker. Okay, zeig dich. Komm raus. Oh, warte, ich mache Abracadabra mit diesem Stift als Zauberstab und du kommst raus. Tada! Hurra! Sammy ist geheilt. Ja, ich bin wieder gesund. Juhu! Guck, mein Freudentanz. Hallo? Gib mir den Stift zurück. Später. Leute, abonniert den Kanal. Ich bin da weg. Weg? Wohin? Zu wichtigeren Aufgaben. Also, das war so. Und später... Hier bist du. Was machst du hier? Ich schreibe Memoiren. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag Zuckerpocken habe. Nun, Memoiren brauchen einen speziellen Notizblock. Ich gebe dir vollkommen recht. Freunde, gebt uns 20.000 Daumen hoch, damit Sam ein Notizbuch für seine Pockenmemoiren bekommt. Was? Die kommen zurück? Was? Zuckerpocken. Naja, wenn du weniger Süßes isst, vielleicht kommen sie nicht. Du machst Scherze, oder? Nein, warte. Wo gehst du hin? Hey, sag mir, dass du scherzt.